Den Dialog ist noch fertig zwischen ihr zwei als nächste da geschriebene Rede und ich der David Wagner. Herr Wagner, die Antwort. Merci, Madame Präsidentin. Madame Präsidentin, wir sind die erste Finanzplatz von der Eurozone, die zweite an der EU und die 14. Finanzplatz weltweit. Wir sind eine von den reichsten Ländern weltweit, da wir sind super kompetitiv in der Darum weltweit, haben am meisten schaffen in Rumänien, wie der Marc Baum das noch gestern erinnert hat, am Betrieber eine von den tiefsten Besteuerungen haben und auch dieser Steuerreform nach Männerwerten bezahlen. Aber es ging nach einer Realitäten, die dieser Regierung definitiv manchmal nicht bewusst sind, die einer Realität jenseits von der Big Four-Realität, jenseits von der Fedil-Realität, dass das mal ein Land sind, wo ihr mit einem Mindestlohn ganz schlecht auskennt, weil es zu dir was. Und die Salären haben, und der geht nicht mehr, die kriegen ein anderes Problem, sie ruinieren sich, für ihre Wohnung können zu bezahlen. Und das trotz AAA, und das trotz super Finanzplatz. Am AAA Lützeburg ist es normal gehen, dass den 800 Euro ohne Chargen natürlich muss bezahlen für ein Rufboot von 20 bis 25 Meter Karre. Am AAA Lützeburg kannst du die von einer normalen Wohnung am Durchschnitt mehr für einen halben Mindestlohn. Am AAA Lützeburg hört sich den Undeel von den Leuten, die mehr als 40% von ihrem Revenu für eine Wohnung ausgehen, innerhalb von 9 Jahren bald verdoppelt. Am AAA Lützeburg sind bald ein Drittel von den Lokatären, die mehr bezahlen als 40% von ihren Revenuen. Und das gilt natürlich auch für die allein Erzeugern. Am AAA Lützeburg lebt bis ein Drittel von den Leuten, die unter der Armutsgrenze sind, an überbewohnten Wohnungen. Und schlussendlich am AAA Lützeburg haben 74% von den Lokatären kein Wahlrecht. Das riskiert zwar mit der Zeit zu ändern, nicht dass sie Wahlrecht kriegen, aber dass immer mehr Leute Proprietäre gehen. Und das ist das Problem mit dieser Regierung. Für sie als Logementspolitik, das war auch das Problem von der vierten Regierung, muss ich auch sagen, für sie als Logementspolitik hauptsächlich eine Politik für Proprietären. Und kommt dann natürlich auch so, aha, wir haben aber immerhin die phänomenal fantastische Subvention Loyer. Und ich gebe aber immer ein paar Heiken so, was ist das Problem mit dieser Subvention Loyer? Wer bezahlt die Subvention Loyer schlussendlich um einen? Das ist der Steuerzahler, der besser verdienenden Steuerzahler natürlich, der mittelverdienenden Steuerzahler, aber auch der Steuerzahler, der ganz oder relativ innen ist, an den dem Novei selber am Genuss könnt von so einer Subvention Loyer. Das ist den genialen Trick. Du hast ein Loyer, den zu hoch ist, du verdienst nicht genug, aber du kriegst eine Hilfe. Eine Hilfe, die du aber auch selber mit deinen eigenen Suchen bezahlt hast. Das ist ein genialer Trick. Wie ich dafür gesagt habe, dass die Regierung meint, das Wohnungsproblem heute zu lesen, an dem es Proprietären aus sich Kadoen kriegen. Das am Kader natürlich von dieser Steuerreform. Es wird gesagt, es muss mehr auf den Markt und dafür geht der Besteuerungstor von der Plus-Value um Verkauf von einer Immobilie von der Halschen der Befehl raufgesetzt. Proprietären, so natürlich merci. Und dann natürlich auch der Plafond vom Abattement beim Bausparvertrag für Juncker. Also die Männer, wie feiert es sind, es freut mich zu wissen, dass an der Zwischenzeit Juncker Männer wie 40 sind, dann Freiwert 35, dann zähle ich noch dazu. Da das vielleicht gut für die, die in dieser Situation sind, für überhaupt so Prägen zu machen. Aber was, wenn es gut nicht geht, für am Genuss für so einen Prä zu kommen? Weil den Arbeitsmarkt für Juncker, die immer mehr gehen, immerhin, mit das etwas Positives, den ändert immer mehr. Den hast du den Eindruck, dass die Regierung nach immer an den 80er Jahren stürchen geblieben ist. Versuch du mal ein paar Prä zu kriegen, wenn ich von einem Kurzzeitvertrag auf einen anderen Kurzzeitvertrag muss wandern, weil das ist eine neue Realität für Juncker, und das wissen wir. Da versuch den mal auch vielleicht ein Prä zu kriegen am Mindestlohn oder
auch über den Mindestlohn, ein paar hundert Euro mehr über den Mindestlohn, das geht auch nicht. Und dann hätte ich noch nach vielleicht einer Mesuren, die fehlgeschlagen gehen, wie den aufsetzbaren Monat auf Debiterszinsen bei einem Primobilier. Gut für die Leute, aber das betrifft eine Kategorie Römerkehr von der Bevölkerung aus den sogenannten Mittelschichten oder Kleinbourgeoisie, ich weiß nicht, wie ihn das soll bezeichnen, die überhaupt auf Ruhe kommen für so ein Prä. Das heißt, das ist so eine Art Schwindel. Es gehen Mesuren präsentiert für die besser gestalten und die gehen als Sozialmesure verkauft. Das ist quasi wie wenn zum Beispiel ein Abattement gegeben abgesagt gehen für Aide à Domicile und das gibt nur als Mesure verkauft gehen für Bootsfrauen. Herr Präsident, denn Herr Baudry hat gestern gesagt, es hat keine eine Lösung für das Logementsproblem innerhalb von kurzer Zeit zu regeln. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Auch wir von der Linke behaupten nicht mehr, das ist sogar richtig. Auch wir von der Linke behaupten nicht, wir hätten die Lösung für kurzfristig das Logementsproblem zu lösen, den durch eine jahrzehntelange desaströse Politik oder besser gesagt, nicht Politik für den zu lösen. Nur doch gesagt, es müssen den mindestens 4.500 Wohnungen im Jahr bauen, für Not zu kommen, können sogar drüber gehen. Der Lieser geht auf 6.500 Wohnungen. Ich kann sich auch bang magisch 12 festzulegen, auf jeden Fall, weil in der Dänung auch sowieso die 12 an das Bauen nicht die einzige Lösung sind. Es gibt noch andere Achsen, die ich kann, wo ich kann, auf welche Richtung ich kann gehen. Zu Lützburg gehen es wahrscheinlich zwischen 10.000 und 20.000 Eidelstunden Wohnungen, die ganz oft als Spekulationsobjekte dingen. Und da muss ich in Druck gehen. Da kann ich auch mit verschiedenen Maßnahmen Druck gehen, zum Beispiel die Spekulationsobjekte richtig taxieren. Einmal, zweimal, dreimal, und wenn das für das es auch nicht mehr interessant soll gehen, für zu spekulieren, aber wenn das nicht durchgeht, da kann noch eine öffentliche Agenz kommen, die Wohnungen oder Terrain temporärement überholen, bebauen, respektive Lokaterren draufsetzen zu einem normalen, Loyer, und dann kann der Proprietär darum zurückkriegen. Generelle Mesuren, die kann holen für die Lokatäre, richtige Mesuren, weil die Lokatäre die Urrechte haben zu Lützburg. Das ist nicht, wie wenn sie keine hätten. Ob sie hier Rechte immer kennen, da das ist auch froh. Dafür haben wir auch als Lehrgang eine Broschüre rausgehen, wo die Leute abgeklärt gehen, ob die Lokatäre, ob hier Rechte abgeklärt gehen. Das können sie auch bei der Zeit finden, wenn sie es nicht gerade auf der Straße gesehen. Aber es geht natürlich auch nicht darum, ob die Rechte aufmerksam zu machen. Sie müssen noch die Rechte können gelten lassen. Dafür müssen noch die verschiedenen Leuchtkommissionen, die an den Gemeinden plus oder weniger gut funktionieren, die müssen eindeutig stärken. Aber auch wenn Lokatären Rechte haben, brauchen sie da aber immerhin mehr. Da muss ich sich ein paar Sachen überlegen, ob Transparenz von den Loyen umgeht. Die sind zurzeit plafonniert auf 5% vom Kapital investiert. Das dem noch eindeutig drüber. Das muss ich können staffeln. Das muss ich noch können regional staffeln. Das wäre eine von den Möglichkeiten. Und dann kann ich schon überlegen, für was den Lokatär muss die Kommission und die Agence bezahlen, am Platz der Proprietär. Können Sie sich vorstellen, dass der Proprietär das überhält? Können Sie sich auch vorstellen, dass die Kaution limitiert auf einmal den Loyer am Platz zwei oder dreimal, wie das Usus ist zur Zeit, weil 3.000 Euro oder 4.000 Euro gerade für einen Lokatär die Liquidität einfach mal länger dahin zu strecken, das ist gut nicht einfach. Und dann muss natürlich massiv gebaut gehen, und muss auch erschwinglich gebaut gehen. Geht nicht fürs Tür, dass massiv gebaut wird, mehr erschwinglich gebaut wird, und nicht unbedingt nebeneinander Wand, weil, ich meine, wir sind irgendwie verstehen, die freie Marktwirtschaft, die kriegt das nicht geregelt. Da muss die öffentliche Hand massiv angreifen. Und noch, wenn dessen HPM oder die Fonds du Logement bauen, was auch noch nicht durchgeht, kann ich natürlich nicht zaubern, auf den Haut auf mich alles nachholen. Aber es geht eindeutig nicht durch. Und da muss ich noch gucken, was zur Wand, auch was zur Lokation zur Verfügung gestaltet. Und leider ist es noch einmal so, dass viel zu viel große Batz zur Wand dahinter gesetzt wird.
Und dafür meine ich mir auch, dass aus sich Lützeburg eine Wohnungsbaugesellschaft bräuchte, die selber baut, die selber kauft, die selber eine richtige Wohnungsbaupolitik möchte, die selber auch Leute anstellt, die schaffen, weil das nach einem anderen Aspekt heißt Lützeburg, die Leute, die im Bau schaffen, wir müssen aber auch klar sein, dass sie richtig zum Teil Sklavenhalter, Betriebe, und wir wissen, dass sogar ein Reportage kommt, und wenn ich noch mit den Leuten schwätze, die sogar Angst für sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil da die Arbeitsverhältnisse immens schwer sind, und da wäre es vielleicht auch besser, wenn die Leute könnten eine gute Arbeit tun an einer öffentlichen Baugesellschaft. Das gibt auch noch den positiven Aspekt tun. Voilà, das sind just ein paar Sachen, die mir noch zum Logement zu tun und den Rest finde ich noch bei dieser Situation. Ich merci. Merci auch dem Herr Wagner.